Mein Gott, nee. Herzlich willkommen Beim Biervergleich Ach so. mit David und Frank. Frank. Da, 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 da. Richtig. In der dieswöchigen Folge geht es um das Altenburger Premium-Pilz. Altenburger Premium Pilz. Das Altenburger letzte Bier im Premium. Übrigen aus dem Probierpaket. Vielen Dank nochmal dafür. Yep. Ja, Frank, was hast du rausgefunden? Also, ich denke mal, er wartet ja regelrecht darauf, dass wir viel rausfinden. Ich habe auch vieles im Internet rumrecherchiert und nachgeguckt. Es gibt ja einiges, ne? Also das Bier ist mehrfach ausgezeichnet worden und und. Aber die Geschichte ist auch sehr bewegend. Also Gründungszeit bist du ja immer dafür zuständig. Ja. Ich denke mal, so diesen bisschen Hintergrund mache ich und du machst heute mal die Zahlen, Zahlen, Zahlen. Okay, ich bezahle mal. Ja, bei uns heißt in der Firma ist das immer ZDF. ZDF. Zahlen, Daten, Fakten. Okay. Ja, und zwar wurde die Brauerei 1871 von 7 Bürgern als Aktienbrauerei im ostthüringischen Altenburg gegründet. Man hat dann auch zeitweise schon über 130.000 Hektoliter produziert. 1914 war man die größte Brauerei Thüringens mit 100.000 Hektolitern. Das heißt, es ging immer mal so ein bisschen hoch und runter. 1921 fusionierte man dann wegen der Hyperinflation, ne, wo dann ein Brot mehrere Millionen, was war das damals, Reichsmark oder was auch Wahrscheinlich. immer, gekostet hat. Reichsmarkt. Fusionierte man mit der Leipziger Brauerei Reudnitz-Riebeck. Dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist man 1948 zum VEB, sprich volkseigenen Betrieb geworden, wie so fast alle, oder ich denke alle Betriebe, zumindest mal Brauereien, die wir bis dato hatten aus Ostdeutschland, und ist 1968 dem Getränkekombinat Leipzig angeschlossen worden. Nicht wahr, Mhm. Alphabet Ja. Schnummer. So, jetzt war für mich die Frage, da dachte ich, Ostthüringen, Leipzig ist Sachsen. Okay. Aber es ist tatsächlich an der Grenze. Also es ist wirklich an der Grenze zu Sachsen, weshalb man es dann wahrscheinlich zum Getränkekombinat Leipzig gezählt hat. Ich weiß auch nicht, wie viel es davon gab. Also ich kenne mich mit der DDR-Geschichte, Industriegeschichte nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch eine in Erfurt gab zum Beispiel, was ja dann wiederum Thüringen wäre. Ja, auf jeden Fall gehörte man dann dazu und hat dann nach der Wende wurde die ehemalige DDR unheimlich mit westdeutschen Bieren überschwemmt. Ja, so wie mit Ne? alles. Es war ja dann, wie die Mauer geöffnet wurde, erstmal der Westen so gesehen das Goldene. Ja, klar, Also kann man ja verstehen, alles, was man Autos nicht haben etc. konnte, konnte pp. man haben, musste man dann erstmal probieren, ist alles nachvollziehbar. Auf jeden Fall Klar, war das ohne für die Frage. Brauerei echt schlecht. Ja, von 130.000, Genau, man 150. hatte zwischendurch mal 130.000 Hektoliter gemacht, das war aber dann um 1900 rum. Auf jeden Fall ist man auf 10.000 Hektoliter Und das ist abgefallen. ja schon hardcore, ne? Also wenn man sich vorstellt, wenn man so hoch war und klar dann sich irgendwo eingependelt hat und dann plötzlich nur auf 10.000, Das ist nichts. Das das ist ist wirklich gar ja nichts. nichts. Also Das 10.000 ist ist nicht viel. Und zu dem Zeitpunkt, man hatte vorher noch eine Kooperation kurz nach der Wende mit Kulmbacher, glaube ich. Auf jeden Fall hat dann die Privatbrauerei Leibkeim aus ja, Altenkunstadt in Oberfranken. ja, aber die kam ja wirklich auf den letzten Drücker, ne? Genau. Weil da war vorher noch ein Anbieter, der wollte die Firma haben oder das Gelände und so weiter, aber die Erhalt der Arbeitsplätze war dann nicht gesichert. Ah, hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal öfters, ne? Ja, und Ja. dann kam wirklich auf den letzten Drücker die Privatbrauerei Laikheim und sagte, wir nehmen alles und wir versuchen alles. Und ja. Ja. Also Ziel von Laikheim war dann auch tatsächlich, nicht die Brauerei kaputt zu machen und da einfach einen weiteren Standort zu haben, sondern die wollten wirklich die Tradition der Brauerei weiter fortführen in die Jetztzeit quasi Ja. und auch für die Zukunft sichern und da auch nichts irgendwie mit anderen Rezepten. Die wollten nichts großartig verändern, sondern die wollten eigentlich der Marke wieder zu altem Glanz verhelfen.
was man, denke ich, dann auch zeigt. Ne? Also man hat ja hier ein durchaus modernes Etikett und hat dann aber auch traditionsbewusst noch den Bügelverschluss. Und das bei einer 0,5er Flasche ist jetzt nicht so häufig. Die Leikheim-Flaschen haben das im Übrigen auch. Das sind auch 0,5er Flaschen, die oben einen Bügelverschluss haben. Ja, und heutzutage hat man 50 Mitarbeiter und arbeitet damit dann auch stabil. Ja, ja, sie haben also jeden Arbeitsplatz erhalten und haben auch gesagt, wir arbeiten regional. Und das ist das, was wir immer wieder sagen, was echt toll ist, wenn wirklich irgendeine Brauerei aufgenommen wird von einem anderen, wenn dann hingegangen wird und versucht wird, dieses in der Tradition aufrechtzuerhalten. Und absolut, nicht wie manche Großbrauereien eben halt versuchen, immer wieder die Kleinen runterzudrücken und dann kaputt zu machen. Ja. Und dieser Bastian, glaube ich, Leikheim. Ich glaube wohl, ja. Ja, der hat immer noch so seine Bewunderung da drinne, weil sein Vater hatte ja damals diese Brauerei gekauft und wenn man, hatte er in der Ostthüringer Zeitung, da gab es nämlich mal 2012 ein Interview, hat er dann gesagt, er bewundert, also er hat nie verstanden, was sein Vater an dieser Brauerei oder diesem Gebäude so eben halt so toll fand, weil sie haben da ein paar Fotos, weil sie ja auch eine eigene Brauereimuseum haben. Mhm. Stimmt, ja. Er hat nie verstanden, was er da so toll gefunden hat. Und seine Mutter hat ihm gesagt, er war besessen von der Idee, in Thüringen eine Brauerei zu besitzen. Mhm. Einfach so besessen. Das war sein Traum, das war sein Wunsch, da eine zu haben. Die ging ja dann in Erfüllung. Und leider Gottes ist ja aber sein Vater, also der Bastian, von den drei Geschwistern, der Vater ja bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Okay. Und die Mutter als Grundschullehrerin hat dann beide Brauereien weitergeführt. Wow. Muss man sagen, Hut ab. Ja, Respekt. Also wirklich. Und ich glaube 2012 war das, da ist der Bastian dann zum Geschäftsführer und jetzt mittlerweile eben halt... mit seinem Bruder zusammen, ne? Ja, die Mann hat zu zweit, glaube ich. Ja, ja. Und die Schwester ist auch irgendwie noch involviert. Okay. Aber wie man sieht, haben sie ja da richtig was gebracht, also wirklich was gebacken, weil, wenn ich hier drauf gucken darf, gibt es bei einem About Drinks... Genau, man hat zwei Preise gewonnen und zwar hat man 2018 den World Beer Award im Bereich Germany, also auf nationaler Ebene, hat man Silber geholt und hatte im Vorjahr sogar Gold. Mhm. Und während der Frank euch jetzt erzählt, was der World Beer Award ist, husche ich mal schnell zur Seite und hole einen Flaschenöffner. Aha, haben wir keinen. Super, ja, aber sie haben das Silber für das Premium-Pilz bekommen und Bronze für das Helle. Also in 2018, ja. Genau. Und man muss sich das mal vorstellen. Also der Beer Award ist wirklich so, dass man sagen kann, die Teilnehmer dürfen ausschließlich Biere, die im Handel verfügbar sind, nur verköstigen. Also sprich eben halt, es dürfen nur die, die im Handel ein Bier haben, daran teilnehmen. Und dann wird auf nationaler und internationaler Ebene eben halt probiert und die Besten treten dann gegenseitig an. Also einmal national, einmal international. Und wer verleiht das Ganze? Das war, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, das war, oh, ja, der vom britischen Paragraph Verlag in Leben gerufene Wettbewerb kürt die besten Biersorten der Welt. Ja, aber er ist mittlerweile durchaus international anerkannt, ja, muss man dazu sagen. Und von daher ist das natürlich ja, eine super Auszeichnung und vor allen Dingen dann, für ein Bier, was es dann schon relativ lange gibt. Ne? Ja, und vor allen Dingen für ein Bier, was auf einmal so abgesagt ist und tot geglaubt war. Mhm. Ja, und dann plötzlich kommt es aus dem Nichts wieder heraus, durch den, ich sag mal, euphorischen und enthusiastischen Gedanken, eine Brauerei in Thüringen zu haben und dort wirklich nach alten Traditionen weiterzubauen. Wow, ja, geil. Das liebe ich an dieser Flaschen. Du musst es sehr schräg halten übrigens. Siehst schon. Es ist schon einfach nur gut. Genial. Aber Leikheim, Altenburger hat noch eine Besonderheit, ne? Hast du rausgefunden. Und zwar, rat mal, von wem die Biere gebraut werden. Von einem Braumeister? Hau mal da einen in rein.
Und zwar von ein Innenbraumeister? So ungefähr. Das sind Innenbraumeisterinnen. Ah, okay. Also es ist wirklich faszinierend. Ich habe da einen Artikel gefunden, ich glaube, das war von der Bild. Ja. Die Bild schrieb, Experten wählen Alteburger Premium auf Platz 1. Und zwar am 13.04.2012. Okay, darf ich das mal gerade hochhalten? Und zwar klar. Ist der Slogan nämlich bildtypisch und unmissverständlich, diese Frauen brauen Deutschlands bestes Bier. Ich finde das genial. Also man sieht, es ist in der Presse, überall drin. Mhm. Und diese Frauen, ja, haben dann natürlich auch etwas Lustiges gesagt. Damals, die Männer machen bei uns nur niedrige Arbeiten, lacht Brauereichefin Petra Hase. Das Labor, die Abfüllung der Flaschen und natürlich der Brauprozess wird allein von Frauen geleitet. Man muss sich das einmal vorstellen, da sind nur Frauen größtenteils dran. Mhm. Die Männer machen die niedrigen Arbeiten. In deren Wahrnehmung. In deren Wahrnehmung. Nein, aber finde ich super, warum nicht? Finde ich genial. Ne? Ja. Also von daher, und warum schmeckt das Bier so gut, hat man sie gefragt. Ja, weil wir mit Liebe das Bier brauen. Ja. Ich finde, das zeigt schon die Philosophie von diesem Betrieb. Ja, absolut. Dass da anscheinend die Harmonie wirklich sehr groß ist und dass da ein gutes Arbeitsklima da war. Ja. Und Jurymitglieder wie der Kalmund waren ja auch dabei und setzen da oben noch was drauf. Rainer. Ja. Ne? Mhm. Dem fiel es natürlich total direkt auf. Dieser Bügelverschluss, ja. Und das kenne ich auch noch, wenn man dann für Oma und Opa und Onkel und sonst wen, Vater, aha, so ein Bier geholt hat, was hatte das Bier? Ein Bügelverschluss? Ein Bügelverschluss. Okay. Okay. Und deswegen ist das immer noch so eine Kindheitserinnerung für die meisten, ja, die dann eben halt ein gewisses Alter haben und sagt, boah, ey, geil, Bügelverschluss. Ich muss jetzt aber, wenn wir jetzt mal aufs Bier kommen dann, ja, auf der Flasche steht nämlich das Pilz, herb, klar, ehrlich, so. Wenn man das jetzt mal im direkten Vergleich nimmt, ist es tatsächlich etwas drüber. Ne? Ich dachte, das liegt ja an mir, aber es ist bei dir, glaube ich, auch, oder? Yep. Bei mir ist es auch leicht trüb. Genau, also es ist immer noch relativ klar. Es ist jetzt nicht so trüb wie naturtrübes, aber es ist schon, das zeigt schon, dass es ein bisschen anders ist. Und wie anders das ist, ach so, ja, werden wir jetzt mal... Ha, ich habe Gläser verwechselt. Wie konnte das passieren? Die besten Witze sind immer, wenn man, über die man selber lacht. Ja, genau. So, jetzt. Ja, ach ja, jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt auf den Geruch. Ja. Holla. Hm? Hm. Der hat gleich wieder die Nase voll. Du riechst aber was. Ja, klar. Das riecht ja richtig nach Bier, ne? Ja, das riecht richtig. Richtig. Es riecht schön rund, ne? Es riecht so ein bisschen Hopfen, ein bisschen nach Malz. Es riecht so ein bisschen, ist jetzt nichts, was so... Ich bin ja echt mal noch... Also letzte Woche das Bier, Tuborg. 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 Ja. Nicht amerikanisch ausgesprochen, Tuborg. Aber hat ja auch nichts mit den Tudors zu tun aus England. Genau. Nein. Ist very great. Nein, aber das roch damals, also damals, ne, letzte Woche ganz anders. Ja. Das stimmt. Also das hier riecht schön, so ein bisschen nach Hopfen, ein bisschen nach Malz. Da ist so alles irgendwie drin. Das ist sehr würzig, finde ich. Ja. Hat einen schönen, würzigen Geschmack. Aber lecker. Das ist so, ich muss immer, komischerweise, weiß, das sage ich, habe ich schon öfters gesagt, glaube ich, mich hatte damals das Veltins so überrascht, weil es so schön rund war. Mhm. Das auch. Das ist so, es ist tatsächlich nichts wirklich so richtig im Vordergrund. Also, dass es dominant nur, herausstechend. Genau. Nur hopfig ist, wie ein Becks oder nur malzig. Oder das ist so, das ist eine schöne Komposition. Aus Malz, Hopfen, du schmeckst auch alles tatsächlich, aber es passt auch alles gut zusammen. Mhm. Ne? Und was ich gut finde, ist, du hast nicht dieses Bittere im Nachgang. Es ist herb, aber nicht bitter. Stimmt, ja. Ja, weil das total gut komponiert ist tatsächlich. Ja. Also das Malz fängt das so ein bisschen ab. Ja, es gibt viele Biere, die sind lecker in dem Moment, wo man es trinkt.
aber im Nachgeschmack sehr, sehr herb. Mhm. So richtig, ja, wie das Land so, das, ne? Also ja. Da ist ja auch wirklich eine Herbe drin. Ja. Ne? Aber das ist gar nicht herb. Nee, also es wird also nicht im, bitter. Nee, Entschuldigung. Nee, also es wird im Abgang wird es tatsächlich wieder würzig. Ne? Das kommt dann wieder so, wie es am Anfang ist. Und macht tatsächlich, was aber auch gut ist. Weil es endet so, wie es anfängt. Und das heißt ja dann, das macht tatsächlich dann wieder Lust auf den nächsten Schluck, weil du weißt ja, der wird genauso wie der Abgang schmecken. Ich gucke gerade. Also da wird gesagt, man schmeckt zuerst den aromatischen Hopfen, dann käme das Malzige und der trockene Abgang macht Lust auf den nächsten Schluck. Ja, ja, da haben Sie recht. Trockene, stimmt, also das ist ein trockener haben Abgang. Sie recht, ja. Das ist von einem Jurymitglied genannt worden. Mhm. Und von daher, nee, kann ich nur sagen, schön. Doch, ganz, hat er ganz vollkommen tolles recht. Echt tolles Pilz, kann man nur so sagen. Ja, also es gibt es bei uns, muss ich dazu sagen, in der Region habe ich es noch gar nicht gesehen. Also selbst im gut sortierten Getränkemarkt, eigentlich die ein paar hundert Biersorten haben oder so. Eigentlich schade. Eigentlich schade, ja. Weil das ist wirklich, ja, das ist... Ich glaube, das würde ich sogar hier einige... Fans bekommen. Ja, einige Freunde bekommen, die sagen, oh. Interessanterweise sehe ich immer das Laikheim. Laikheim kriegst du in einem guten sortierten Getränkemarkt, teilweise auch im Rewe kriegst du das. Mhm. Und, aber das... Nicht. Also ich weiß auch nicht, wie ein Laikheim schmeckt. Müssen wir vielleicht mal machen, aber wir haben mittlerweile schon wieder so viele auf der Liste, auf der Warteliste von Wünschen her. Dortmunder Bier kann jetzt im Übrigen mal, werden wir dann auch zeitnah machen, tatsächlich. Und ja. Plöpp. Geiles Ding. Tolles Ding, ja, muss ich sagen. Guter Tipp. Danke. Genau. Also wirklich überraschenderweise, oder sagen wir mal so, eine schöne Überraschung, nicht überraschenderweise, also eine schöne Überraschung, dass wieder mal ein Bier dabei ist, was wirklich absolut rund schmeckt. Ja. Also probiert es selber. Da im Internet habe ich es mehrfach gesehen, dass man es eben halt bestellen kann. Ja, bestellen kann man es mit Sicherheit. Ich werde es auch wieder unten verlinken, wo man es bestellen kann, für den, der es wie wir jetzt nicht verfügbar hat im Geschäft. Ich habe nur gesehen im Ossi-Laden, www.ossi-Laden oder so. Heißt der echt so? Ja, Ossi-Laden heißt der. Habe ich nachgeguckt im Ossi-Laden. Mhm. Da stand das drauf, ich glaube im Moment ausverkauft, also ja? Im Moment nicht lieferbar oder so nennt sich das. Okay. Ich weiß nicht, ob sie es rausgenommen haben oder so, aber ich... Da weiß man nie, wie die Lieferwege sind. Ja, ja, eben. Aber war nicht lieferbar. Also anscheinend im Ossi-Laden. Ich meine, das hieß Ossi-Laden. Das heißt Ossi-Laden? Ja. Geil. Da kriegst du wirklich alles, was oder vieles, was damals in der ehemaligen DDR ist, eben halt so... So in war, ja. Und Süßigkeiten und. Ja. Finde ich eigentlich total tolle Idee, weil damit wird ein bisschen Tradition aufrechterhalten. Hm. Das ist ja wieder was Feines, was Gutes. Genau. Und diese Tradition, finde ich, sollte man weiter aufrechterhalten. Also wenn es hier in der Nähe gibt, werde ich auf jeden Fall eins mal trinken. Und wenn ich da in der Nähe bin, auf jeden Fall. Jupp. Aber dann müsste ich wieder so viele verschiedene trinken, weil... Gibt ja schon leckere da in der Ecke. Ja, das ist wohl so. Ja. Wir müssen eigentlich mal so eine Reise machen, so eine Bierreise. Genau, einfach mal 6 Wochen durch Deutschland rein. Ui, 6 Wochen direkt. Ich habe an 10 Tage gedacht, ja, direkt an 6 Wochen. Ja. 6 Wochen durch 80 Brauereien. Nee, ist klar. Ja, genau. In 80 Brauereien um die Welt. Also ich denke, ich bin jetzt die Tage in München. Ich werde mal aus München, wenn ich die Möglichkeit habe, bringe ich mal irgendwie was von da unten mit. Ja, aber nicht zu viel, sonst haben wir wieder nachher das Problem, dass wir in die Wette gehen. Ja, genau, tatsächlich. Oh ja, tatsächlich, da fällt mir auch schon am Rande jetzt ein, was wir nächste Woche machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich habe nämlich eben noch nachgeguckt, da muss was ganz dringend weg. Also, vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschö. Mundverbot.